Einen wunderschönen. Oh, oh. Dankeschön. Danke, 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 Ladies and Gentlemen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Wann auch immer ihr das Video guckt, in der Nacht, bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter Munter Call of the Wild. Und ja, wir haben eine kleine Zeitreise gemacht in den Wilden Westen. Wir haben 1899. Das bedeutet, wir haben heute nur Waffen dabei, die die wir uns geholt haben beim Büchsenmacher. Und wir fangen an mit der Rollstone Frontier. Wirklich einer der schlechtesten Revolver im ganzen Game, kann man gar nichts sagen, Leute. Ihr könnt kein Visier drauf machen. Es ist halt von Red Dead Redemption Style, 1899, wie gesagt. Also auch entspannt, der 18. Jahr, der 19. Jahrhundert. Kurz vorm 20. Und natürlich hier eine Repetiervorderschaft, Repetierflinte und dazu noch eine Schrotflinte, Miller Modell 1891 und 1897. Und ja, wir haben heute kein Fernglas dabei. Es wurde uns abgezogen. Der Bandit, er dachte sich, egal, die Waffen, diesen Schrott, ich will nur das Fernglas haben. Natürlich hatten die Leute nicht solche Hightech-Ferngläser. Sie hatten schon Ferngläser, mit denen sie zoomen konnten. So Visiere oder so Härchen Visier draufpacken können. Das Hightech-Visier von, wir haben 2023. Aber das gab es damals nicht. Und genau aus diesem Grund haben wir heute kein Visier mitgenommen. Und auch kein Fernglas. Also wir müssen auf irgendwie Sneaky-Miniki machen. Und dann schauen wir mal, was uns so über den Weg läuft. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal was. Es ist ein Schakal. Okay, es ist ein Schakal. Leute, das wird eine schwierige Sache heute natürlich am Abend. Morgen Spätschicht. Das bedeutet, wir streamen heute bis 3 Uhr nachts auf Twitch. Seid da gerne dabei und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefällt. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Twitch-Kanal. Also wir fangen heute so 18 Uhr an. Lasst mich nicht lügen, 19 Uhr maximal. Uiuiui. Wir haben ein Wurzen, ein Pumperchen. Da ist es. Oh Leute, das ist ganz schön schwierig. Wisst ihr das? Keine halben Sachen, aber... Uiuiui, ich glaube, das Ding haben wir massiv auseinandergenommen. Also es läuft, glaube ich, noch. Ist es umgekippt? Ich glaube, es hat Hayabubu gemacht. Eigentlich hier liegen. Oh, Leute, es waren keine tödlichen Treffer. Ich hätte gedacht, es kippt hier um. Es ist jedoch trotzdem verendet. Wir gucken uns das mal an. Ja, zwei, leider auch den Schädel, Trophäenorgan beschädigt. Also so einfach ist das echt nicht. Das hätte ich mir einfacher vorgestellt. Vor allem, weil wir kein Fernglas haben, Leute. Ich will die ganze Zeit nach dem Fernglas greifen. Aber es geht nicht. Wir haben keins dabei. Deswegen auch ohne Visier. Naja, egal, wir machen mal weiter. Okay. Wir haben einen Call bekommen. Ein Call von einem Streit. Oh, der Wind, der steht ja katastrophal. Wir haben nicht mal einen Geruchstarnungstinktur dabei. Deswegen, wir müssen mal auf der Seite gucken. Es ist gerade die Trinkzeit der Streifen Gnus. Und wenn hier keine Löwen sind, dann sollten hier eigentlich... Da hinten sind, glaube ich, Gnus, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir benutzen heute mal die Kuso Modell 1897 Rabin Shebiro. Die benutzen wir. Uiuiui, Leute, da vorne. Alarmiert. Nein, warum? Beruhig dich, bitte. Bitte beruhig dich. Die sind noch nicht auf der Flucht, oder? Boah, wenn wir uns hier bunkern in den Gräsern und dann weiterlaufen, und zwar langsam, dann sollten wir nach einer halben Stunde eigentlich die sehen können. Oh, yo. Okay, ja, Hund, beruhig dich. Ich weiß Bescheid. Okay, hier vorne, wir haben ein Gnu. Ein einst triviales. Da haben wir noch, glaube ich, ein goldenes und ein Dreier. Ja, Leute, wir nehmen das, welches wir am besten bekommen können. Ich sag euch, wie es ist. Ruhig am Trinken. Optimal. Wir können theoretisch auch das Dreier hier nehmen. Wir stellen mal auf 50 Meter. So. Okay, dreh dich ein bisschen. Komm, turn around dich. Aufmerksam.
Aber es dreht sich noch nicht. Wir müssen gucken, dass es wachsam. Ja, wachsam. Okay, und jetzt einmal drehen. Ja, perfekt. Way, yo. Ja, das haben wir, denke ich mal. Es ist im Water. Es ist im Water. Oh, es ist weggespawnt. Es ist, hat sich teleportiert. Da liegt es. Und umgefallen. Ich glaube, das war ein guter Schuss. Also schwierig. Das war diesmal hier mit der Kuso Modella Ranchero. Wir schauen uns das Ganze an. Boah, Leute. Ja. Also ganz knapp hier Gold. 33,44. Entspannt. Sehr schwierig. Das ist ohne Fernglas vor allem. Ist es auch vor allem schwierig, Tiere zu entdecken. Auf jeden Fall. Wir haben die Büffel vor uns. Natürlich, die Waffe entspricht kein. Es gibt keine von 1899, die Power einer Canning Magnum hat. So, das ist ganz klar. Außer eine Granate vielleicht. Da ist ein Kudu. Ich glaube, ein Kudu wäre besser, Leute. Was wollen wir mit Büffeln, wisst ihr? Wir locken mal natürlich, das ist hier die Pfeife. Ja, damals, es gab auf jeden Fall, es gab bestimmt 1899 schon verschiedene Lockmittel für Tiere, aber sicher doch. Wir legen uns mal hin. Ich glaube, so haben wir bessere Chancen. Und jetzt müssen wir warten. Ich glaube, den kleinen Kudu, wenn er kommt, man weiß es nicht, dann nehmen wir hier auf jeden Fall den Rollstone Revolver. Aber wie gesagt, schwierig. Tiere zu entdecken und an Tiere ranzukommen und aus einer kurzen Distanz. Weil mit dieser Flibinte könnt ihr nicht aus No-Scope so aus 250 Metern schießen, wisst ihr? Wir warten mal, bis der Kudu kommt. Ich glaube, er kommt. Er ist hier unten. Aber das ist ein Männchen, glaube ich. Doch, man sieht die Hörnchen. Komm näher. Sei nicht schüchtern, mein Bester. Okay, er kommt. Also, Kubidu. Okay. Er ist motiviert. Ja, es wäre. Okay, optimal. 50 Meter. Ich würde sagen, so, jetzt stellen wir mal. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja, so sollte das. Ja. Hier haben wir die Spur. Sehr niedrig, Leute. Oh, aber er ist verendet. Er ist verändert. Er verändert auch. Also laufen wir mal hinterher. Bis jetzt ungefähr 700 Meter gerannt. 450 Kalorien verbrannt. Und der Kudu ist immer noch nicht am Liegen. Hier haben wir den Kudu. Also, was haben wir hier? Einmal nicht gut getroffen. Ah, zu hoch. Ja, zu hoch. Hätte ich nicht so hoch ansetzen müssen. Aber schon Wirbelsäule, er ist schon lange gerannt mit dem gebrochenen Rückgrat. Also, fraglich. Manche Rothirsche, die landen nach dem Wirbelschuss direkt. Kommt drauf an, wie man den trifft, aber. Und mit welcher Waffe. Aber schon weit mit der Rollstone. Oh, ja, ein Warnruf. Aber das bringt nichts. Der Wind, der steht einfach viel zu schlecht. Da werden wir niemals rankommen können. Ein nächster Warnruf von einem Kudu. Nein, nicht den Hasen locker. Way, yo, push vor meinem Körper. Der sollte hier eigentlich in der Nähe sein. Deswegen, den nächsten Schuss werden wir mal ein bisschen besser machen. Okay. Hier vorne ist ein Kudu. Okay, das war aber ein guter Schuss. Das war ein idealer Schuss. Zack, einmal turnarounden, sehr gut. Also, ich habe jetzt ein Weibchen genommen, weil das am besten stand. Gucken wir mal, wie der Schuss... Uiuiui! Also bleibt gar nichts mehr von ganz Kudu übrig. Aber hat ordentlich reingeschallert. Hier 29 Meter. Auf 25 gestellt, das, wow, und alles mitgenommen, Leute, hier einmal zack, seht ihr. Aber, ja, was soll ich euch erzählen, also, die Waffen, man sollte sie nicht in einem Grind für den Elch mitnehmen, sagen wir es so. Leute, wir haben da vorne Gnus, hier hinten, sie kommen schon, wir nehmen trotzdem nochmal hier den Schnaubencaller, aka, was steht da drauf? Snort Weasel of Ron Weasley.
Und gucken mal, der Wind, der steht halt sehr, sehr schlecht. Wenn die so ein bisschen hier laufen, boah, Krise. Ja, wird eine schwierige Sache. Okay, wir haben noch eine Chance. Davor sind sie abgehauen. Sie sind trinkend Warnruf. Ja, beruhigt euch. Haut mir nicht noch mal ab. Am besten so ein hinlegen. Uiuiuiui. Okay, ich glaube, wir müssen auf den jetzt schießen, sonst haut der ab. Ah, aber das ist noch ein bisschen... Ja, schon sehr weit weg. Naja, wir stellen mal auf 100. Das sollte dann passen. So, ja. Der Schuss, der saß auf jeden Fall. Es waren auf jeden Fall zwei tödliche Treffer. Und weit ist das Streifen GNU nicht gekommen. Das waren die letzten Schritte. Hier einmal auch ordentlich reingeknallt. Und hier nochmal Wirbelsäule, Lungenflügel. Also ist zwar nur ein Gold, aber naja. Leute, das war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Das war die Wild West Nature 1899 Jagd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da für den Magic. Und das zeigt mir, dass es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, habt noch einen schönen Day. Macht's gut und bis heute Abend im Stream. Also denkt dran, 18 Uhr. Ihr könnt mit wetten, mit tippen, aber natürlich auf keine kostenpflichtige Basis. Es sind nur Spielpunkte, die ihr da habt, die ihr gratis bekommt durch das Zuschauen. Also